Willkommen zurück zu Holy Magic Century. Noch immer im Totloch, aber jetzt haben wir ein etwas anderes Areal erreicht. Was ist denn hier los? Also von dort sind wir gekommen. Warte, ich zeig's mal ganz kurz. Das sah alles in etwa so aus. Und jetzt laufen wir auf einer riesigen Ranke. Umgeben von anderen komischen Ranken. Also das wirkt ja ein bisschen wie in Resident Evil. Resident Evil 1. Mit Pflanze 42. Oder ein ziemlich großes Bisaflor mit seinem Rankenhieb. Das hier ist einfach nur Zeitverschwendung, wie ich finde. Es sieht zwar recht imposant aus und so, ja, aber es ödet. Gut, schön, dass wir jetzt gleich wieder weitermachen können. Und dann sind wir doch, glaube ich, bald. Oder kam ein Endboss? Jetzt warte mal, verwechsel ich hier etwas? Das könnte sehr interessant werden. Tonlose Flöte, auch gut. So braucht man eine tonlose Flöte, ne? Okay, und da geht's einfach weiter. Das war nichts, aber trotzdem irgendwie doch etwas. Jetzt wird's langsam gruselig, ne? Wir begeben uns direkt ins Jenseits. Na gut. Die üblichen Gegner, wie auch schon im letzten Part zur Genüge gesehen, greift er jetzt neuerdings sehr gerne an mit dem Powerstab und anschließend Nahkampf, Stockkampf, wie auch immer. Das bewirkt nämlich eine Rate von über 100. Wow. Na, das ist doch ordentlich, oder? Nimm dies. Die haben noch nicht mal 100. Lol. Okay. Eine Heilung in Ehren. Kann mir niemand verwehren. Teilt sich der Weg? Och nö. Ich hasse es, wenn der Weg sich teilt. Nervt mich doch jetzt nicht, bitte. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu kämpfen. Wir sind eh stark genug. Ich kämpfe jetzt nur noch gegen diese Drachen, wenn sie kommen. Der Weg teilt sich. Na gut, gehen wir erstmal hier lang. Ich weiß nicht mehr, es gab nur einen richtigen Weg. Der andere war irgendwie ein Rückweg oder so. Aha. Hier ist zu. Okay. Dann können wir hier nicht weiter. Das öffnet sich später, ne? Dass wir zurückkehren können. Aber fragt mich nicht mehr. Naja. Ah, noch so ein Spagat. Kandidat, wollte ich sagen. Nimm dies! Der hat vielleicht 80 KP oder so. Auf jeden Fall ist er down! Blutqual. Inzwischen doch eher Blutqual. Ich meine, mich tierisch auf den Keks. Du bist Zeitverschwendung. Dun, 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 dun. Okay. Sieht das nach dem Ausgang aus, oder was? Das wäre zu wünschen. Wir wollen doch heute die Stadt No Moon erkunden, an die wir... Ja, die wir betreten werden, wenn wir die Höhle durch haben. Das dürfte jeden Augenblick soweit sein. Ja, so kann man die Spieldauer auch verlängern. Es war zu der Zeit ja ein ziemliches Kriterium. Spieldauer 8 Stunden, 10 Stunden. Ja, wenn du so natürlich 5 Stunden lang nur so rumläufst hier, es macht das Spiel nicht zwingend besser. Hallo, jetzt ist aber... Ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Komm, steig auf dein Fahrrad, ey. Gibt's doch gar nicht. Sind wir hier im Felstunnel? Im Mondberg? Auf jeden Fall sind wir draußen. Was ist denn hier los? Ich spüre... Magisches. Okay, wo sind wir?
Ist nicht so, als würde ich es nicht wissen, aber ja. Die Stadt Normoon. Zeig's mal auf der Karte. Wir haben also das Totloch durchquert. Ganz kurze Pause. Ach ja, epische Mucke. Und es ist schon wieder Nacht. Sollten wir wohl erstmal auschecken. Was ist das denn hier für ein Vegeta? Vegeta, hallo? Kakarok. Kakarot. Hey da, hast du einen silberhaarigen Mann mit stechenden Augen gesehen? Wo ist der Knappe hin? Leg dich nicht mit Vegeta an. Oh. Oscar. Ich und meine Kumpane sind vagabunden. Wir gehen hin, wohin uns die Füße tragen. Doch neulich fanden wir einen Edelstein im Wald vor dieser Stadt. Als wir aber in die Stadt hineinkamen, verschwand plötzlich der Kamerad, der ihn bei sich trug. Okay. Okay, holen wir uns jetzt erstmal wieder ein paar Sachen ab. Nämlich die Schwingen, oder? Ach, was für ein niedlicher Bursche. Ich bin nur eine Hexe, aber ich hüte die grünen Schwingen. Denkt dran, sie funktionieren nur im offenen Gelände. Dann können wir jederzeit zurück nach Normoon. Ich wüsste nicht, warum wir das tun sollten, aber so ist es. Guten Tag. Bist du ein Kerl? Hast du einen Bart? Oder ist ein Damenbart? Wenn dir das Honigbrot ausgeht, keine Bange, ich geb dir dann mehr. Auch hier mal wieder, wenn wir kein Honigbrot mehr haben, der gibt uns, aber nur solange wir gar keins mehr haben. Alter, das ist eine Wampe. Das muss man sich auch erstmal anarbeiten. Im Mittelalter war das gar nicht so einfach. Gab es kein McDonald's oder so? Und ich weiß, es sind Geister im Busch. Ey, es gab doch mal irgend so einen Film Anfang der 90er Jahre oder eine Serie, ganz unbeliebt, aber trotzdem, mit so spitzen Schädeln und mit drei Zahnreihen. Also jeder von uns hat ja oben eine Zahnreihe und unten, und die hat irgendwie drei, das war ganz komisch, das war bei Sonic the Comic irgendwie immer drauf. Hier ist niemand außer uns Alten, wir sind Druiden im Ruhestand, unsere magische Kraft versiegt. Daher, wenn der Wind nicht mehr bläst oder wenn Dämonen in die Stadt einschwärmen, sind wir machtlos. Ah, das tut mir jetzt aber leid. Viel Spaß, Spitzkopf. Patrick. So, das Wichtigste ist natürlich das Hotel. Und ich werde gleich mit etwas überraschen, aber erstmal Shannon. Hallo, so, also du kamst in diese Stadt. Ich weiß von einem geheimnisvollen Juwel im Windsbrautwald, was Herrschaft verleiht über den Wind. Ich hörte, man hat dort einen Windmagier gesehen. Und füllt noch sein Zephyr. Doch wie lang noch, wer weiß. Okay, werden wir uns schnappen, jetzt weiter Endboss nach dem Räuber. Aufgepasst. Controller Pack. Speichern wir mal schön ab. So. Ja, kann man natürlich einstellen, Controller Pack. Ist sinnlos, aber ich hab's trotzdem mal gemacht. So, das Ganze aber mal bei Tag. Wollen wir mal in die Mühle reingehen, oder geht das? Ich glaube schon. Aber halt nur unten. Beeindruckend. Oh! Na, hier fühle ich mich doch gleich wieder zu Hause. Frisches Brot halten. Na, obwohl, zu Hause tue ich nicht irgendwelche Kisten plündern. Naja. Brot! Brot, Brot, Brot! Da brauchen wir gar nicht so viel, ja, wir haben so viel Heil-Items. Wir heilen uns ja immer mit unserem Wasser, ne? Was ja auch Sinn macht. Hier können wir nicht rein, vielleicht, oder doch? Doch. Aber natürlich, mein Junge. Und wieder jede Menge Zeug. Wenn sich das nicht mal gelohnt hat. Alter, was hier für Brot rumlungert. Das gibt's doch gar nicht. Auf da! Heldentrank, ja, noch besser. Ja, der macht die Kisten wenigstens besser auf als Link, ne? Der da fast auf die Gusch fällt jedes Mal. So, da geht's weiter, aber ich will Häuser erkunden und so. Warte mal, da waren wir drin. Waren wir hier schon drin? Hier war der alte Sack drin, ne? Der Spitzkopf. Nee? Okay.
Auf jeden Fall waren wir hier schon mal. Punkt. Okay, okay, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Dann sollte die Augen offen halten. Hä? Jetzt wollen sie mich doch veräppeln. Hier war jede Menge Zeug. Halte mich nicht zum Narren. Hier zum Beispiel. Geh jetzt mal aufs Feuer. Also wart ihr schon mal im hohen Gras? Also im solchen nicht? Definitiv nicht. Da habt ihr nämlich nichts mehr zu lachen. Ja, ich auch schon mal, aber halt bis zu den Knien. Oder sogar noch höher, ich glaube bis... Ja, da war ich ein Kind. Bis zur Hüfte. Das ist schon nicht übel. Das ist schon übel, ja. Hier gibt es noch mehr. Immer ruhig gucken. Da zum Beispiel. Dann machen wir ein bisschen Feuer. Unterm Hintern. Ja, wusste ich doch. Hier ist noch was. So, ansonsten... Leider nichts mehr. Okay. Waren wir hier schon drin? Spitzkopf. Ja, da waren wir. Wenn wir alles gesehen haben, dann können wir weiter jumpen, oder? Vielleicht hier noch nicht. Oh ja. Weißen. Der Wind tut mehr als nur blasen. Das Leben der Menschen, der Tiere, Land und Wasser, Feuer, alles hängt damit zusammen. Man sieht ihn nicht, aber seine Macht ist sehr wichtig. Oh mein Gott, ruh dich aus. Seit Aldous her verbirgt sich im Windsportwald der Windjade. Mit diesem speziellen Stein kannst du dir den Wind untertan machen. Doch irgendwie fiel der Stein in die Hände eines Fremden, der ihn zu Untaten missbraucht. Die beste Waffe gegen jemanden, der im Windjade befiehlt, ist, jemand in Bewegung zu bleiben, bis die Ziele besser zum Treffen sind. Wenn er nicht an seinem Stand gemacht wird, blasen die Winde im Kälter nicht mehr. Und, was willst du von Wind? Ja, ich finde es auch total unangenehm, wenn zum Beispiel brütende Hitze ist und es geht kein Wind. Ey, boah, da könnte ich verrückt werden. Ihr kennt das doch sicher. So, ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Gehen wir geradewegs weiter. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgend so einen Geist-Spirit nicht habe. Ich brauche alle. Aber ich habe auch alle. So sehr werden die Wüste damit nicht totgeworfen, wie es jetzt scheint. Naja. Gut, insgesamt sind wir ja fit. Gehen wir weiteren. Unseres Weges. Noch so ein Schwätzer? Hallo? Hallo? Halte! Also da kann Michael Schumacher einpacken mit seinem Kinn. Da ist auch noch Kevin, ey. Es gab unter uns einen Magier, der ein Eigenbrötler war. Er ist nicht weit von hier einst verschwunden. Er mag in den Wäldern leben. Meint ihr den Räuber jetzt? Weil... Na toll. Sind wir jetzt im Windsportwald, ja? Okay. Ich glaube, jetzt sind die Monster auch schon wieder viel, viel stärker. Gestein. Was sage ich eigentlich immer? Gestein. Erde. Ich habe halt immer den Stein vor mir. Ach Gott, was bist du denn schon wieder? Fireball 3! Oh, ist ja schon noch reingehauen irgendwie. Versucherin? Was zur Hölle? Und was versuchst du, wenn man fragen darf? Okay, treffen kann man euch nicht. Das ist schon mal erwähnenswert. Felslevel 2. Naja. Kinners. Also, lieber Weitkämpfer. Wie schmeckt euch das?
alle kriegen das schon hin. Und wenn es am Ende sein muss mit dem frischen Brot und allem. Aber wir kriegen das schon hin. Dun, 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 dun. Der Wald ist übrigens sehr klein. Wer sich jetzt denkt, oh, schon wieder ein Wald, den kann ich beruhigen. Man kann auch einfach geradeaus durchjumpen. Voltoball. Alter, was eine Combination, oder? Guckt euch das mal an. Fireball. Au. Nicht übel. Um diese giftig aussehende Spinne kümmern wir uns zuerst. Naja. Feuerball. Okay. Versucherin. Und? Och nö. Hier, jetzt. Zack. Hat aber noch nicht genug, ey. Oha. Also wenn man lauter Gegner vor sich hat, die man noch nicht kennt, könnte das so ein Problem werden hier. Alter, nicht, dass die uns besiegen. Sieht nämlich momentan gar nicht so gut aus. Versuchen wir es mit dem Fernkampf. Ah, die halten schon einiges aus jetzt hier, Winzbrautwald. Nicht übel. Richtig. Die wollen auch nicht down gehen, ne? Machen keine Anstalten. Also. Gehen wir hinmalen und jetzt stirb! Okay. Komm, wir sind mal nicht so und nehmen uns ein frisches Brot. Yay. Weil die Dings reichen eh nicht mehr aus, die Magie. Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass wir zu viel mit Magie gekämpft haben. Aber anders kamen wir hier auch auf keinen grünen Zweig. Da am Ende uns ein Bosskampf erwartet, habe ich irgendwie keinen Bock, gegen allzu viele zu kämpfen. Aber ich will hier auch keine Geister verpassen, das ist die Sache. Ja, die sind für die Katze, ich bin stark genug. Ich darf das natürlich nicht das ganze Abenteuer übersagen, aber momentan habe ich es halt schon drauf. Spinnengrimm. Da. Geister, Geister, Geister. Oh, ein Haus? Hä? Bin ich hier schief gewickelt oder was? Das hatte ich ganz anders in Erinnerung. Guck, ach, guck mal, wie süß. Kürbisse. Laternen-Hans. Das ist der Hans. Der Hans, der kann's. Hier lang. Okay, was wollt ihr haben? Fels Level 2. Die haben ganz schöne starke Angriffe drauf, diese Spinnengrimm. Der mich jetzt zum Glück verfehlt hat, aber trotzdem. Dann lasse ich das mal über mich ergehen. Und gebe euch auf die Nudel. Bäm. Na, es geht eigentlich. Das sieht sehr eindrucksvoll aus, aber abziehen tut's nicht die Welt. Gucken wir, was hier drin abgeht. Ich habe Angst. Zu Recht. Ein Geist. Sehr gut. Keine Ahnung, wer hier lebt, aber er meint es gut mit mir. Honigbrot. Eieiei. Hier wird ja nicht gespart. Mit guten Sachen.
machen Feuer zum stärksten Element. So, mal dahinter gucken. Man weiß nie. Ich glaube es nicht, aber trotzdem. Na hallo. Heiltrank. Mehr Items, als wir gebrauchen können. Schon. Sonst war hier nichts. Okay. Widmen wir uns mal hier den Halloween-Freunden. Ach, wenn das alles ist, was ihr könnt, dann bin ich ja beruhigt. Das war jetzt eher sinnfrei, aber gut. Powerstab. Und BÄM! Ich hoffe, das hat wehgetan. Und nochmal. Die süßeste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Neben dem Laternenhans. Der Hans der Kanz. Oh Mann, oh Mann. Ja. Dun, dun, dun. Feuerball Level 3! Wie schmeckt euch das? Ich hoffe gut. Was anderes habe ich nicht. Wow, 1. Respekt. Ach, ouch. Das ist natürlich schon wieder was anderes. Man sollte nie lachen, wenn man nichts zu lachen hat. Okay, langsam geht's in Richtung Risiko. Und Taps. Ah, gut. Und? Na, also. Sieht doch schon wieder bestens aus. Bevor wir die ganzen Heil-Items verbraten, nehme ich meine Tautropfen. Das klingt, als würde ich ein Medikament nehmen, ne? Ich nehme jetzt mal meine Tautropfen. Mit viel Wasser einnehmen, bitte. Tautropfen. Ja. Toll. Das muss ja auch schmecken. Ich gehe nachher raus in den Wald und lutsch am Blatt. Dann weiß ich Bescheid. Okay. Zum Glück gibt es keine AP. Stellt euch vor, 10 AP auf Feuerball. Oh Gott. Halt wie ein Pokémon, meine ich. So. Will noch wer? Niemand zu erkennen, hallo? Wird eine lange Nacht, oder? Wie Kompression? Warum mach ich das andauernd? Das war gar keine Absicht, Mann. Könnte meinen, das ist eine taktische Meisterleistung, aber das ist totaler Bullshit. Ich bleib hier stehen und lass immer eins über mich ergehen. Und behandle alle drei Versucherinnen gleichmäßig. Na, ist doch schön, oder? Ist eine gute Variante, so. Dun, dun, dun. Komm her. Na, wer geht zuerst down? Wer ist die Schwächste im Bunde? Aha, die goldene Mitte. Ist wohl doch nicht so golden. Tja, und jetzt geht uns die Magie aus. Da können wir nichts machen, ne? Minzblätter sind die zweitschwächsten. Direkt nach den Tautropfen. Ist halt so, wenn man in diesem Wald nicht auf Nahkampf setzen kann, dann muss man sich da eben ein bisschen mehr mit befassen. Okidokli. Hallöchen. Gut.
ihr ahnt es. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit dem nächsten Bosskampf. Nicht verpassen. Bis dann und ciao.